Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial über FreeCAD. In diesem Videotutorial werden wir dieses Kugellager zusammen modellieren. Und zwar werden wir es zweimal modellieren, einmal mit den Elementen aus der Part Module Workbench und einmal mit Elementen aus der Part Design Workbench. Wir werden bei beiden Vorgehensweisen jeweils zum Schluss noch die Draft Workbench benötigen, um dieses Kugelmuster zu erstellen. Wir werden außerdem dann auch noch die Vor- und Nachteile der beiden Vorgehensweisen besprechen und wir werden auch einen kleinen Ausblick wagen auf Möglichkeiten und Tipps und Tricks für Modellierung hinsichtlich Verwendung von Teilen in Baugruppen. Zum Einsatz kommt auch hier die FreeCAD-Version 014.3700 unter Windows 7 64-Bit. Als erstes werden wir dieses Kugellager mit den Elementen der Part Module Workbench zusammen modellieren. Dazu schließe ich diese beiden Dateien und erstelle eine neue leere Datei. Wir wechseln, falls noch nicht passiert, in die Part Module Workbench und fügen als erstes einen Zylinder ein, den wir markieren und ihm dann über den Datenreiter, über den Datentab, einen Radius von 11 mm und eine Höhe von 5 mm zuweisen. Dann wechsle ich hier in die axonometrische Ansicht kurz und sage Einpassen, damit wir auch alles schön bildschirmfüllend dargestellt bekommen. Ich füge einen zweiten Zylinder ein, markiere diesen zweiten Zylinder und verpasse diesem zweiten Zylinder jetzt einen Radius von 9 mm. Seine Höhe belasse ich jetzt erstmal bei 10 mm und ich mache noch etwas anderes. Nämlich über Placement werde ich diesen zweiten Zylinder in der Z-Achse um 1 mm ins Negative hin verschieben. Ich klicke also hier auf Placement, dann auf diese drei Punkte. Dann trage ich bei dem Z-Feld den Wert minus 1 mm ein. Hintergrund ist, wir werden jetzt boolesche Operationen anwenden. In dem Fall verschneiden wir die beiden Formen. Und bei boolschen Operationen, insbesondere beim Verschneiden, ist es eine bessere Idee zu sagen, man hat überlappende Körper. Wenn man koplanare Flächen hat, also wenn ich jetzt den Zylinder nicht verschoben hätte, wären diese beiden Flächen koplanar, also sie würden quasi ineinander liegen, dann könnte das zu Problemen bei boolschen Operationen führen. Also werde ich jetzt als nächstes den Zylinder markieren. Dann Steuerung gedrückt halten, Zylinder 001 markieren und dann sagen, ich möchte gerne die beiden Formen verschneiden und erhalte den äußeren Ring des Kugellagers oder die äußere Lagerschale. Kann man vielleicht dazu sagen, axonometrische Ansicht einpassen. Und wir haben schon den ersten Schritt somit hier getan. Im zweiten Schritt werden wir nun diese innere Lagerschale erstellen. Dazu füge ich wieder einen Zylinder ein, markiere diesen neu eingefügten Zylinder und weise diesen neu eingefügten Zylinder einen Radius von 6 mm und eine Höhe von 5 mm zu. Dann werde ich einen weiteren Zylinder einfügen. Ich markiere diesen zuletzt eingefügten Zylinder. Dieser bekommt einen Radius von 4 mm zugewiesen. Die Höhe belasse ich auch wieder bei 10 mm. Allerdings auch hier verschiebe ich diesen Zylinder in der Z-Achse um minus 1 mm. Dann werde ich diese beiden Zylinder ebenfalls miteinander verschneiden und erhalte die innere Lagerschale. Damit ich jetzt nun diese halbkugelförmige Bahn innen drin ausschneiden kann, möchte ich einen gesamten Körper erzeugen, von dem ich dann einen inneren reingelegten Torus abziehe. Damit ich dies erreiche, werde ich also erst diese beiden Körper miteinander vereinigen. Wir sagen Vereinigung, es ist schon angehakt hier Cut und der Körper Cut 001, jawohl. Ich sage Anwenden und Schließen
Und jetzt wird das hier als ein Körper von FreeCAD betrachtet. Im nächsten Schritt füge ich nun also einen Torus ein. Dieser Torus besteht im Wesentlichen aus diesen beiden Radiusangaben und ich muss ihn dann noch über Placement richtig verschieben. Dieser Torus selbst soll hier einen Radius von 2,25 mm haben und sein Mittenradius, wenn man das so sieht, soll quasi genau in der Mitte zwischen diesen beiden Lagerschalen von den Radienwerten her gesehen liegen. Wir erinnern uns, dieser Radius hier betrug 6 mm, dieser Radius hier 9 mm, also liegen wir beim Radius 1 bei 7,5 mm. Und jetzt stimmt nur noch der Z-Wert nicht von der Koordinate her, also gehen wir in Placement, klicken auf die drei Punkte und korrigieren den Z-Wert. Wir erinnern uns, die Höhe der Lagerschale beträgt 5 mm, also müssen wir in Z 2,5 mm verschieben, damit wir hier mittig in der ganzen Kontur liegen. Dann kann ich jetzt im nächsten Schritt diesen Fusion-Körper markieren, Steuerungstaste gedrückt halten und den Torus-Körper markieren und dann die beiden Körper miteinander verschneiden und wir haben hier diese beiden Laufbahnen oder Laufrillen, könnte man dazu sagen, erzeugt. Als nächstes werden wir eine einzelne Kugel einfügen, die wir dann anschließend in einem polaren Muster entsprechend oft in der Kontur innen drin verteilen werden. Wir fügen also eine Kugel hinzu, markieren diese Kugel, verpassen der Kugel einen Radius von 2,2 mm und jetzt ist diese Kugel natürlich noch am falschen Ort. Um diese Kugel jetzt entsprechend richtig zu platzieren, können wir entweder wieder mit Placement arbeiten oder wir könnten auch über die Draft Workbench und einer Hilfskizze ebenso den Körper platzieren. Das kann ich jetzt hier einmal zeigen, indem wir also in die Draft Workbench gehen. Wir werden als erstes die Arbeitsebene entsprechend festlegen. Und zwar möchte ich mich in der Arbeitsebene, wir sehen das hier an unserer Triade, auf die X-Z-Ebene beschränken. Warum? Kommen wir dann gleich dazu. Ich wähle also hier die Arbeitsebene an und sage, ich möchte die XZ-Ebene als Arbeitsebene haben. Oder auch vorne bzw. front. Dann werde ich als nächstes eine Linie zeichnen und ich stelle sicher, dass bei den Fangfunktionen nur Zentrum ausgewählt ist, also Center und Midpoint. Nichts mehr. Sonst kommen die sich nur gegenseitig ins Gehege und wir brauchen nicht mehr momentan als diese beiden Snaps. Also, ich zeichne eine Linie und zwar von der Mitte dieser äußeren Mantellinie bis zur Mitte dieser inneren Mantellinie. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte die Kugel markieren, ich möchte die Kugel bewegen und da ich Mittelpunkt als Snap eingeschaltet habe, wenn ich jetzt hier auf diese Mantellinie von der Kugel gehe, sieht man rechts unten am kleinen Symbol, dass er auf das Zentrum dieser Kugelmantellinie fangen möchte. Ich klicke einmal drauf und gehe dann auf diese Linie, bis er im kleinen Cursor-Symbol rechts unten den Mittelpunkt der Linie anzeigt. Ich klicke und habe die Kugel richtig platziert mit Hilfe von Move und Snap und einer kleinen Hilfskizze. Diese Skizze mit dieser Linie könnte ich jetzt auch im Nachhinein wieder löschen.
Aber ich lasse ihn mal drin. Jetzt ist es so, dass wir also im Moment nach dem Verständnis von FreeCAD diesen Solid haben und diesen Solid, also zwei unabhängige Solids. Und diesen Solid hier möchten wir mustern. Das geht in dieser Kombination jetzt nur mit der Draft Workbench und zwar mit der Funktion Array. Man kann ein polares Array erzeugen oder auch ein orthogonales. Also sprich ein lineares Muster. Wenn ich da einmal draufklicke, wird standardmäßig ein lineares Muster erstmal erstellt mit ein paar Vorgabewerten, die ich der Reihe nach verschiedenst ändern kann. Oder ich kann dann auch umstellen hier bei ArrayType, und das möchte ich jetzt in diesem Fall machen, auf ein polares Array. Dann stelle ich noch die Anzahl der Kopien hier bei Number of Copies auf 10 ein. Und habe jetzt hier meine 10 Kugeln richtig platziert mit allem drum und dran. Momentan habe ich also quasi auf dem Bildschirm, wenn man das genau nimmt, nach diesem Verständnis hier, diesen Solid und den Array, der aus 10 Kugeln besteht. Damit ich alles an einem Stück nachher verschieben kann in der Baugruppe, könnte man zum Beispiel diese beiden miteinander fusionieren. Dazu wieder in die Part Workbench wechseln. Und wenn ich jetzt sage, die möchte ich vereinigen, jawohl, anwenden und schließen, dann habe ich hier einen einzigen Körper, den ich mit Move, Rotate und anderen Befehlen problemlos verschieben und bewegen kann. Können wir gleich mal demonstrieren. Ich habe also Fusion 001 markiert und sage dann Move. Man kann auch zuerst, ohne irgendetwas zu markieren, den Move-Befehl verwenden und muss dann halt den entsprechenden Körper auswählen. Ich habe mir diese Arbeitsweise jetzt etwas angewöhnt, weil ich sie für ein klein wenig weniger fehleranfällig halte. Aber das ist meine persönliche Geschmacksfrage letzten Endes. Ich habe also jetzt Fusion 001 markiert, sage Move. Wähle mir jetzt irgendeinen Punkt aus und siehe da, ich kann problemlos den Körper selbst bewegen. Habe jetzt noch diese Linie drin, die ich wie gesagt problemlos herauslöschen kann. Und somit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Übung angelangt und haben ein Kugellager erstellt mit Elementen aus der Part Module Workbench. Wir haben in diesem Fall jetzt von der Part Workbench nur die Primitives benutzt. Es würde auch ein bisschen anders gehen. Darauf kommen wir nachher noch einmal genauer zu sprechen. Im nächsten Schritt werden wir nun das Kugellager mit Elementen aus der Part Design Workbench nachmodellieren. Dazu schließe ich also diese Datei. Mache eine neue Datei auf und wechsle in die Part Design Workbench. Ich werde jetzt als erstes eine Skizze auf der YZ-Ebene erstellen und werde dann quasi zuerst die innere Lagerschale modellieren, dann die äußere Lagerschale und dann auch hier die Kugel mit der Array-Funktion mustern. Um die innere Lagerschale zu modellieren, wähle ich die Funktion Polylinie und werde als erstes hier diese Figur grob vorzeichnen mit waagrechten und senkrechten Linien. Hier hat er keine senkrechte Beschränkung automatisch vergeben, also vergebe ich die im Nachhinein. Dann werde ich einen Bogen zeichnen, einen Kreisbogen. Ich stelle sicher, dass der Mittelpunkt des Kreisbogens auf der waagrechten Achse liegt. Dann stelle ich sicher, dass er diesen oberen Punkt hier fängt. Und dann fahre ich mit dem Cursor so, dass er diesen unteren Punkt hier fängt. Dann setze ich diese beiden Linien gleich. Und ich setze noch diese beiden senkrechten Linien gleich.
dann verpasse ich dieser senkrechten Linie hier eine vertikale Länge von 5 mm. Der Kreisbogen bekommt einen Radius von 2,25 mm. Und als nächstes werde ich diesen Abstand hier festlegen mit 4 mm. Das war der innere Radius. Dann legen wir noch diesen Abstand hier fest mit 6 mm. Und wenn ich jetzt noch im letzten Schritt diesen Abstand hier mit 7,5 mm definiere, sind wir wieder vollständig eingeschränkt in unserer Skizze. Und wir können per Revolution um die vertikale Zeichnungsachse unsere innere Lagerschale vollends herstellen. Ich sage einpassen. Und hier ist die innere Lagerschale schon mal fertig. Für die äußere Lagerschale werde ich also jetzt diesen Körper hier ausblenden. Ich lege eine neue Skizze auf der Y- und Z-Ebene an, sage OK, zoome ein bisschen ran, werde mit der Polylinie wieder zuerst diese Kontur hier fortzeichnen, waagerecht, dann senkrechte Linie, wieder eine waagerechte Linie und wieder eine senkrechte Linie. Rechtsklick, um die Polylinie abzuschließen. Dann einen Kreisbogen, Mittelpunkt auf der waagerechten Achse. Dann diesen Punkt fangen, dann diesen Punkt fangen. Dann können wir wieder diese beiden Linien gleich lang machen. Und dann machen wir diese beiden Linien ebenfalls wieder gleich lang. Dann können wir dem Radius wieder seinen Wert von 2,25 mm zuweisen. Hier eine Höhe von 5 mm zuweisen. Diese Entfernung betrug 7,5 mm. Diese beiden Punkte waren waagrecht 9 mm entfernt. Und diese beiden Punkte waren waagrecht 11 mm entfernt. Ich schließe die Skizze, erstelle meine Drehung um die vertikale Zeichnungsachse. Und wenn ich jetzt wieder hier einblende, sieht man, beide Lagerschalen sind soweit korrekt erstellt. Ich möchte nun auch gerne eine einzelne Kugel mit Mitteln aus der Part Design Workbench einfügen. Über die Part Module Workbench wäre das sehr einfach. Ich füge einfach das Basis Primitive Sphere oder Kugel hinzu und fertig. Wie macht man das nun mit Part Design? Dazu blende ich diese beiden Körper hier wieder aus. Ich lege wieder eine neue Skizze auf der YZ-Ebene an, sage OK. Und werde nun einen Kreisbogen zeichnen. Der Mittelpunkt soll auf der waagerechten Achse liegen. Dann mache ich ihn in etwa so erstmal hier mitten rein. Dann zeichne ich noch eine Linie von Endpunkt zu Endpunkt. Diese Linie bekommt eine senkrechte Beschränkung, einen senkrechten Constraint, ein Vertical Constraint. Falls er nicht automatisch vergeben wurde, dann halt manuell hinterher vergeben. Dann kann ich sagen, dieser Punkt und diese Linie sollen eine Symmetriebeziehung haben, dass also der Punkt mittig auf dieser Linie liegt. Und wenn ich jetzt noch sage, dieser Radius hat wieder 2,2 mm und die Entfernung von diesem Punkt zu diesem Punkt in waagrechter Richtung soll wieder die 7,5 mm betragen. Dann hätten wir unsere Skizze als solche schon einmal richtig definiert.
Wir möchten haben, dass dieser geschlossene Halbkreis, so gesehen, rotiert um diese mittlere Achse, damit eine Kugel entsteht. Jetzt ist es so, dass das Rotationsfeature in der Part Design Workbench zulässt, dass ich um die senkrechte Zeichnungsachse rotieren kann oder um die waagrechte oder um eine selbst definierte Achse, die eine Konstruktionsgeometrie ist. Also zeichne ich in dem Fall eine Linie, nehme hier von diesem Punkt senkrecht hoch. Dann mache ich die zur Konstruktionslinie. Und natürlich ist jetzt noch ein Freiheitsgrad übrig, nämlich die Länge dieser Linie. Die müsste ich nicht zwangsweise festlegen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, dass diese beiden Linien gleich lang sein sollen. Dann wäre die Skizze auf jeden Fall vollständig eingeschränkt und alles wäre vergeben. Wie gesagt, der letzte Schritt ist nicht zwingend notwendig. Ich schließe die Skizze, stelle sicher, dass Sketch 002 markiert ist und sage rotieren. So sähe die Rotation jetzt aus, wenn ich um die vertikale Zeichnungsachse rotieren würde. Auch die horizontale Zeichnungsachse möchte ich nicht haben, sondern ich möchte hier Sketch Axis 0 haben, also die definierte bzw. vorher gezeichnete Konstruktionslinie. Wenn ich diese auswähle, dann wird hierum richtig rotiert und ich habe meine Kugel, die ich richtig erstellt habe. Ich kann dann wieder mit Revolution einblenden, dafür sorgen, dass die beiden Lagerschalen wieder sichtbar sind. Und ich kann hier, so wie vorher auch, wieder über die Draft Workbench und meine Array-Funktion, die ich hier umstelle auf Polar, und die Anzahl der Kopien lege ich mit 10 fest. Und schon habe ich prinzipiell die notwendigen Solids mit Mitteln aus Part Design und im letzten Schritt auch noch der Draft Workbench erstellt. Nun haben wir bereits im Tutorial über den Vogelfutterspender darüber gesprochen, dass bei Elementen, die aus der Part-Module-Workbench kommen, ich problemlos Move und Rotate auf das Element als solches anwenden kann. Bei Elementen, die aus der Part-Design-Workbench stammen, geht Move und Rotate allerdings nur auf die jeweilige erste Skizze, auf die Basisskizze des Part-Design-Elementes. Das ist in Sachen Baugruppenmodellierung bzw. Positionierung von Teilen in einer Baugruppe über die Draft-Workbench relativ lästig. Das kann man umgehen, indem man, wie vorhin bereits gezeigt, zum Beispiel fusioniert zu einem Teil. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die anwendbar ist. Und zwar kann ich sämtliche Solids markieren. Dann gehe ich in die Part Workbench und wähle Formteil Make Compound. Das könnte man ins Deutsche übersetzen mit Verbund erstellen. Es wird quasi ein Ersatz-Solid geschaffen, der alle ausgewählten Solids enthält. Ich kann nach wie vor zugreifen auf die gesamte Historie und wenn ich Werte im Nachhinein ändere, ändert sich auch dieser Compound mit. Und der weitere Vorteil von diesem Compound ist natürlich, ich kann auf diesen Compound jetzt problemlos Move und Rotate anwenden. Also zum Beispiel sage ich hier Move von hier nach hier. Allerdings gibt es auch noch einen klitzekleinen Haken zu beachten, denn wenn ich diesen Compound jetzt wieder auflöse, ist es unter FreeCAD so, dass dieser Compound quasi als extra neuer Körper betrachtet wird. Und wenn ich den per Move oder Rotate in irgendeiner Form verschiebe oder anders positioniere oder orientiere, dann werden diese neuen Koordinaten werden diesem Ersatzkörper mitgegeben und nicht den Basiskörpern. Also wenn ich jetzt nur den Compound lösche, springen alle Körper wieder an ihre Ausgangsposition zurück, wo sie waren, als ich den Compound erstellt habe.
Dies kann man umgehen, falls man möchte, indem man in der OpenSCAD Workbench den Compound anwählt und diesen Explode-Befehl verwendet. Es steht ja hier zur Erklärung dran: Remove Fusion, apply Placement to Children and Color randomly. Also diese Fusion, den Compound als solches auflösen, nachschauen, welche Position hatte der Ersatzkörper und diese auf die Kinder übertragen. Also bleibt die Position hier erhalten und dann werden die Einzelteile noch mit zufälligen Farben eingefärbt, damit man die Einzelteile voneinander unterscheiden kann. Also sprich, ich markiere den Compound, wähle diesen Befehl aus und wie man sieht, ist die Position erhalten geblieben. Er hat hier die Kugeln anders eingefärbt als die innere Lagerschale und diese wiederum anders als die äußere. Und das wäre somit die andere Möglichkeit für einen Compound bei der Auflösung dafür zu sorgen, dass entgegen der erstgezeigten Möglichkeit die Positionierung im Raum, die man dem Compound mitgegeben hat, erhalten bleibt. Nun bietet sich noch eine weitere Überlegung an. Insbesondere, wenn ich in einer Baugruppe Normteile verbaue, also Schrauben, Kugellager oder Muttern oder Scheiben oder was auch immer, dann sind diese Normteile, wie der Name ja sagt, genormt. Also ihre Abmessungen ändern sich nie. Ich kann eventuell irgendwann mal in der Baugruppe feststellen, ich habe die falsche Baugröße verbaut oder die falsche Schraubenlänge. Aber die Abmessungen des eigentlichen Normteiles werden sich nie ändern. Also könnte man doch sagen, bei den Normteilen macht es überhaupt nichts aus, wenn ich die gesamte Historie auf einen Schlag lösche, nachdem ich das Normteil einmal erstellt habe und in FreeCAD dann quasi in der Baugruppe so gesehen einen dummen Körper, einen dummen Solid verbaue. Also sprich, ich kann von einem Compound oder von einem beliebigen Element, wie zum Beispiel hier der inneren Lagerschale, kann ich entweder über die Zwischenablage sagen, ich kopiere das und kann dann sagen, die ganzen Objektabhängigkeiten, die möchte ich nicht mitkopieren, dann würde in dem Fall die Skizze unten drunter fehlen. Ich kann genauso gut aber auch sagen, Formteil, ich erstelle eine einfache Kopie und habe jetzt hier eine einfache Kopie. Wenn ich diese jetzt in die Zwischenablage einfüge, ein neues Dokument erstelle und in diesem neuen Dokument mal diese simple Kopie hier einfüge, dann sieht man, ich habe wirklich nur einen Solid ohne Historie, den ich dann problemlos per Move oder Rotate hin und her verschieben kann. Mit diesem Weg, eine simple Kopie zu erzeugen, lassen sich durchaus komplexe Baugruppen ohne größere Probleme erstellen und die entsprechenden Teile darin mit Move und Rotate und entsprechenden Snaps wunderbar positionieren und orientieren. Ich kann hier mal gerne ein Beispiel für so eine Baugruppe zeigen. Ich habe mir hier ein Schachbrett zusammenmodelliert in FreeCAD und habe die einzelnen Teile in der Part Design Workbench in dem Fall mit den entsprechenden Befehlen modelliert und habe dann zum Schluss simple Kopien erstellt und über die Zwischenablage diese simple Kopien hier in die Zusammenbaugruppe eingefügt. Man sieht ja zum Beispiel, wenn ich hier die weißen Figuren anschaue, dann habe ich lauter simple Kopien. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Bauer hier kann ich jetzt über Placement zum Beispiel bewegen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß zufällig auswendig, dass die Felder 32 mm entfernt sind. Also wenn ich bei Y sage plus 32 mm, habe ich ihn jetzt um ein Feld nach vorne bewegt. Aber genauso kann ich natürlich auch, weil es ja wie gesagt simple Kopien sind, hier habe ich mir die Mühe nämlich gemacht, eine Skizze mit lauter Kreisen zu positionieren und zu definieren.
Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mal schauen. Jawohl, diesen schwarzen Bauer hier, den möchte ich bewegen. Also wechseln wir zur Sicherheit in den Drahtgittermodus, aktivieren den Bauer, sagen dann Move. Und dieser Kreis vom Zentrum soll auf den Zentrum dieses Kreises bewegt werden. Und schon haben wir den schwarzen Bauern bewegt. Ja, wer sich stärker für dieses Schachspiel interessiert, ich habe das auf meinem Konto bei GrabCAD. Der Link ist in der Beschreibung des Videos auf YouTube hochgeladen. Dort kann man sich die Baugruppe und auch andere Baugruppen, die ich schon mal erstellt habe, anschauen. Und man kann bei einer kostenlosen Registrierung bei GrabCAD ist man dann auch in der Lage, die entsprechenden Baugruppen herunterzuladen und sie sich selbst auf dem PC anzuschauen und damit entsprechende Versuche anzustellen. Ich hoffe, ich konnte einige interessante Dinge wieder zeigen und freue mich natürlich wie immer über jedwede Kommentare und konstruktive Kritik und würde mich freuen, wenn wir uns in einem nächsten Tutorial wiedersehen würden. Auf Wiedersehen!